Die Fragestellungen, die mich zurzeit beschäftigen, sind, obwohl gerade noch viele Leute über das Thema Digitalisierung sprechen, sind vielmehr die Themen eigentlich Robotics und AI. Also was es auch für unsere Arbeitswelt bedeutet, wenn Roboter und künstliche Intelligenz noch als Faktoren dazukommen. Ich glaube, da stellen sich dann für uns auch Fragen, was bedeutet für uns überhaupt Arbeit und was bedeutet es überhaupt auch Mensch zu sein? Und ich finde, da kommen dann auch natürlich Fragestellungen dazu, die auch, sag ich mal, von der Politik, der ganzen Bürokratie beantwortet werden müssen. Wie soll unser Sozialsystem aussehen? Thema Grundeinkommen möglicherweise, aber auch Versicherungsleistungen, dass die gegebenenfalls angepasst werden. Und das sind so die Themen, die mich da gerade beschäftigen. Arbeit ist für mich natürlich zum einen einen Lebensunterhalt zu verdienen, aber für mich ist auch ganz wichtig, dass Arbeit eine sinnvolle Tätigkeit bedeutet, dass ich durch meine tägliche Arbeit jeden Tag ein Stück meinen eigenen Traum und meine Vision verwirklichen kann. Und ich glaube, dieser zweite Teil fehlt oft auch Angestellten im Job und das kann auf lange Zeit unglücklich machen. Und daher ist das ein sehr wichtiger Bestandteil für mich persönlich in der Arbeit. Mich treibt in meinem täglichen Arbeitsleben an, meine eigenen Ideen und meine Kreativität wirklich vollkommen selbstbestimmt ausleben zu können. Als Gründerin kann ich selber bestimmen, in welche Richtung ich auch mein Business treiben möchte. Und diese Vision und diese Mission, die ich habe, andere Menschen zu inspirieren, genauso ins Handeln auch zu kommen und ihre Träume zu verwirklichen, ist für mich ein Teil meiner Vision, dass wir alle mit unserer Arbeit sozusagen die Welt ein Stückchen besser machen können und zu einem Ort, wo wir alle gerne leben. Ich unterstütze die Initiative Humans of New Work, weil ich es ganz wichtig finde, kreative Menschen mit ihren eigenen Ideen und Visionen zu unterstützen. Und die tatkräftig auch dahinter stehen, um das zu realisieren. Und dafür steht für mich die Gründerin Julia Winterfeld, die ich persönlich schon kennengelernt habe zum Beginn meiner Selbstständigkeit und die mich selber auch sehr unterstützt hat und wir einen sehr herzlichen Umgang miteinander haben. Und ich finde, das muss einfach unterstützt werden und deshalb bin ich heute hier. Ich bin ein Human of New Work, weil ich bereits seit 3 Jahren durch meine selbstständige Tätigkeit selbstbestimmtes und auch selbstmotiviertes Arbeiten gelernt habe und auch lernen musste und mittlerweile auch erfolgreich ausübe. Zudem habe ich im Rahmen eines Buchs, das ich gerade veröffentliche und im Rahmen von Self-Publishing mit meiner Mitgründerin daran arbeite, arbeiten wir in virtuellen Teams letztlich. Das bedeutet, das Gründerteam, aber auch die Freelancer, die uns unterstützen, arbeiten sozusagen im digitalen Team. Jeder hat seinen Laptop, sein Internet und kann dann auch ortsunabhängig, aber auch zeitunabhängig arbeiten. Das bedeutet, jeder kann auch vielleicht mehr nach seiner eigenen, nach seinem Biorhythmus letzten Endes gehen, was meiner Meinung nach die Arbeit wesentlich effizienter einfach auch macht. Und dass man dafür sozusagen einfach offen ist, da auch jedem seine Freiheit zu lassen und letzten Endes mehr auf die Erfüllung der Aufgaben achtet, als einfach nur 9-to-5 in einem Büro zu sitzen und einfach letzten Endes einfach nur die Zeit totzuschlagen. Ich möchte euch dazu aufrufen, diese wunderbare Initiative Humans of New Work zu unterstützen, denn das Thema geht uns wirklich alle an. Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben und wir alle wünschen uns einfach auch eine bessere Balance zwischen Arbeit und Leben und das können wir mit den Prinzipien des Humans of New Work letzten Endes auch verfolgen und damit auch Arbeitgeber darauf aufmerksam machen, was wichtig für Arbeitnehmer ist, aber auch Arbeitnehmer, welche Verantwortung sie gegebenenfalls übernehmen können, aber auch ein erfüllteres Leben dadurch führen können. Thank you.